Und der 21. Tag im Frühling des zweiten Jahres beginnt. Und wir starten damit, dass wir mal wieder den Teppich wegräumen. Ach, leck mich. So, lass ihn doch liegen. Morgen, Monster. Na, es regnet. Wie wird denn morgen das Wetter? Was sagt Code 5? Morgen wird es auch den ganzen Tag regnen. Sollten wir vielleicht auch in die Mine gehen? Sollten wir morgen nicht zu Clint gehen und die Spitzhacke machen? Das wäre sonst doof. Ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Ein junger Mann aus, Überraschung, Überraschung, dem Sternentautal. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Grüße! Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist volles Frühstück. Was für Gericht? Letzte Woche habe ich dir beigebracht, wie man Kartoffelpuffer macht. Haben wir das verpasst? Ich kann mich nicht dran erinnern. Oder? Es ist eine Wiederholung, was so im TV immer passieren kann. Diese Woche werde ich dir zeigen, wie du sie mit anderen Zutaten kombinierst, um ein herzhaftes und gesundes Frühstück zu kreieren. Diese Mahlzeit wird dich richtig füllen und dir die nötige Energie für die Arbeit des ganzen Tages geben. Oh, das finde ich ja eigentlich gar nicht schlecht. Das finde ich ziemlich gut. Ja, wie mache ich denn das? Zeige mir, wie mache ich volles Frühstück? Omelette, Salat, überbackener Blumenkohl, gebackener Fisch. Volles Frühstück. Spiegelei, Milch, Kartoffelpuffer, Pfannkuchen. Guck mal, plus 2 Hofarbeit, plus 50 maximale Energie, plus 200 Energie, plus 80 Gesundheit. Geil. Ich habe Bock auf Frühstück, aber wir haben weder Eier, noch Milch, noch Kartoffelpuffer. Hat sie uns das Rezept gesagt? Läuft meine Zeit jetzt oder bin ich gerade noch safe? Ich will gerade mal jetzt hier an meinem Herd in meinen Rezepten gucken. Kartoffelpuffer, hat sie das gesagt? Hat sie das echt gesagt? Schokoladentorte. Oh, ich will Torte. Oh, wenn wir jetzt noch ein Ei hätten, können wir eine Schokotorte machen. Wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Da fällt mir gleich der Stift aus der Hand. Eier. Ich wollte ja eh Kuchen backen. Warte mal. Wo ist meine Liste der Dinge, die wir erreichen wollten? Ich wollte einen Kuchen backen, ne? Eier. Ich brauche Eier. Dann können wir eine Schokotorte machen. Oh, eine Schokotorte. Wir haben zwar noch eine im Kühlschrank, aber eine selbstgemachte Torte. Blaubeertörte. Diese brauchen wir auch Eier. Wir brauchen Hühner. Überlebensburger. Hört sich ja auch gut an. Also ich finde es jetzt gerade nicht. Ich finde es jetzt nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir es, vielleicht nicht. Wir machen jetzt einfach nochmal schnell... Wir können nur einen Müsli-Riegel machen, glaube ich. Egal, wir machen jetzt so viele Müsli-Riegel, wie wir machen können. Und dann gehen wir los. Naja, drei. Drei ist okay. Das machen wir hier rein. Und das machen wir hier rein. Und räumen jetzt schnell noch ein bisschen Zeugs auf. Haben wir jetzt Müsli-Riegel im Gepäck? Yes. Monster, macht dir einen schönen Tag. Du hast keinen Napf hier drin. Ah, Regen ist echt widerlich. Regen ist widerlich. Also, ich brauche keine Sense. Ich brauche das Ding nicht. Ich brauche aber das. Blümchen brauche ich jetzt so auch nicht. Brauche ich die anderen Sense? Naja, vielleicht brauche ich doch eine Sense. Ja, komm, wir nehmen sie mit. Ich wieder bereue, dass ich sie am Ende nicht mit habe. Also die Fasern brauchen wir nicht, den Lehm brauchen wir nicht, Steine brauchen wir nicht, Holz brauchen wir nicht. Dann, wir haben ja jetzt wenigstens ein bisschen Zeit, es ist ja noch richtig, richtig früh am Morgen. Wir werden auch heute niemandem Geschenke machen, deswegen werden wir wahrscheinlich alles Zeugs irgendwie rauspacken an Geschenken. Oh Pierre, Mitteilung. Pierre hier. Ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einen bringt. Okay. So Schwangerschaftsgelüste hat er. So hört sich's an. Ja, von den Aufgaben müssen wir unbedingt, 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 unbedingt noch mehr erledigen. Nee, falsche Kiste. Was tut sie? Sie verdirbt es. Pass auf. Wir brauchen ja jetzt keine Geschenke. Ähm
So, ich markiere mal jetzt die Geschenke, die wir reingepackt haben, so in den Bereich. Ach, was tut sie? Eine Fackel könnte man noch, falls wir irgendwo in den dunklen Bereich reinkommen. Ja, komm. Sind wir ausgestattet? Ja, sind wir. Gehen wir los? Ja, gehen wir. Haben wir alles? Ja, ich glaube. Auf geht's. Ich werde jetzt auch gar nicht rumgucken. Ich will gar nicht sehen, ob mir irgendwo was auffällt, was wir einsammeln können. Das hält mich bloß auf. Dann sind wir mal wieder richtig früh in der Mine. Geil. Richtig gut. Oh, warte mal. Da steht was. Kaufe Hering mal eins zum dreifachen Marktpreis. Wir können es ja einfach mal annehmen. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Bei Regenwetter. Beißen da die Fische mehr und besser? Weiß das jemand von euch? Eingefleischten Stardew Valley Gamern? Dann lasst mich das wissen. Die Scherbe des Wissens. Ich hab's doch. Nein, ich hab's nicht eingepackt. Okay, gut. Dann ist das so. Dann können wir es nicht ausgraben. Waren viele. Unten habe ich nämlich auch gesehen, dass da ein paar waren. Ich hoffe, sowas begegnet uns jetzt nicht in der Mine. Aber dann ist das so. Dann können wir da jetzt auch nichts tun. Was ist unser Ziel? Ja, gleichzeitig noch ein bisschen tiefer kommen, würde ich sagen. Okay, also wir wollen unbedingt Kupfererz. Hallo, du hast ein Schwert mit? Ich wollte gerade sagen, sei aktiv, tu was. Hier können wir ein bisschen lauter machen. Mine ist immer leise. Also wir brauchen unbedingt Kupfererz. Wenn ein paar geile Sachen mit rausspringen, ein paar neue Ebenen und, wäre das natürlich cool, ist aber kein Muss. Blub, blub, blub. So, wir müssen noch eine Treppe finden nach unten, ne? Haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen doch noch ein paar Steine mehr mit. Da ist es. Hier sieht es ja eklig aus. Aber bis jetzt haben wir noch kein Kupfererz wirklich gefunden, ne? Nee. Ja, doch könnten wir. Doch, da hinten. Mischsaat ist auch gut. Oh, habe ich nicht gesagt, wir brauchen Mischsaat? Für was wollte ich denn die haben? Ah, für das Teebäumchen. Ja. Das ist natürlich gut, wenn wir das finden. Könnte das hier ein Erz sein? Ich weiß es nicht. Das vielleicht. Oder auch nicht. Ja, wir gucken erstmal, was es hier noch vielleicht gibt. Das Gute ist einfach, dass wir so unfassbar früh in der Mine schon waren. Das ist ziemlich geil. Lass doch diesen Schleim. Lass ihn doch. Oh, dann nehmen wir den. Dieses Gebiet ist verseucht. Ach nö. Mussten wir jetzt hier alle erledigen, um rauszukommen? Ich glaube, oder? Oh, mir war so. Okay, Harry. Was? Monsterjagdziel erreicht. Schau für deine Belohnung bei Gil vorbei. Okay, zuerst müssen wir jetzt erstmal alle hier besiegen, damit wir aus dieser Ebene rauskommen. Ja, weil sonst kommt keine Treppe, ne? Na, doof. Aber stimmt, mit Käferfleisch können wir dann der Lea einen zauberhaften Ring machen. So wie wir einen für uns geschaffen haben. Wobei ich gerade gar nicht weiß, was für eine Wirkung der hat. Was hat er? Nein, nicht ablegen. Was macht der Ring? Ich weiß es gerade nicht, was er macht. Ich wollte gucken. Der Ring wollte nicht, dass ich gucke. Hier ist die Treppe. Gut. Endlich Kupfererz. Ja, die Suche nach Kupfererz ist echt schwierig, ne? Oh, da ist ein hübscher Stein. Ich will ihn haben. Ein Amethyst. Haben wir schon, weiß ich. Aber können wir ansonsten verkaufen?
Ich finde es halt schade, dass sich niemand über Steine freut. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, weil ich hätte es ansonsten gerne irgendwie verschenkt. Es gibt ja auch so in der Realität Leute, die Steine sammeln und sich an Steinen erfreuen. War da was drin? Ich weiß es nicht. Oh, nehmen wir doch die. Ah, kein Erz zurücklassen. Ich bin gespannt, ob wir noch ein paar coole Sachen finden. Aber bis jetzt finde ich es energietechnisch eigentlich ganz gut. Oh, nehmen wir es gleich? Komm, wir nehmen es gleich. Ebene 30. Bing! Stell mal vor, da fährt jetzt jemand hoch. Oder die Zwerge. Hier ist dunkel. Oh mein Gott. Hier ist dunkel. Irgendwas ist hier. Was ist das? Ist das ein Zoppi? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was hier unten lebt. Ich weiß nicht, was hier lebt. Ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Oh mein Gott, hier sieht es so unfreundlich aus. Fledermäuse gibt's hier und anderes komisches Zeugs. Hier unten mag ich es nicht. Oh mein Gott, wie eklig ist das denn hier? Warum kriege ich meine Lampe jetzt nicht? Ach, das gibt's doch nicht. Kämpf doch! Aber hier unten sind echt fiese Viecher, ne? Wo kommen denn diese ganzen scheiß Fledermäuse her? Das gibt's doch nicht. Tja, also ich glaube, ich opfer jetzt meine Lampe. Oh, ist schon wieder ein Zombie. Ist das ein Zombie? Ich weiß nicht, was es ist. Das ist übelst unsympathisch. Hilfe. Ich will auch einfach nur Erz abbauen. Aber das sieht hier jetzt nicht danach aus, ne? Da ist eine Treppe. Einfach nochmal runter. Ist bestimmt die perfekte Lösung. Aber hier ist zumindest heller. Hier ist zumindest heller, aber guck mal, uns geht's echt schlecht. Pass auf, wir werden jetzt nochmal Müsli-Riegel essen. So. Damit geht es uns doch gleich besser. Es ist im Übrigen schon 16.50 Uhr. Fledermaus. Ein für die Fledermaus, ein fürs Gestein. Geht das hier noch weiter? Nee, ne? Die gibt aber auch echt keine Ruhe, ne? Sehr nervig. Also hier unten ist es echt unsympathisch, aber wir kommen zumindest tiefer runter. Das finde ich ziemlich cool. Guck mal, hier hat jemand Lampen aufgestellt. Die Zombies werden es nicht gewesen sein. Sind das Zombies? Weiß das jemand? Vor allen Dingen, das müssten ja dann Zwergenzombies sein, oder? Nimm doch, wo ist denn dein Schwert? Eigentlich müssten es irgendwie Zwergenzombies sein. Eieieiei. Hochgradig unsympathisch. Warte mal, uns geht es auch gerade nicht so gut. Oh, und das gleiche morgen nochmal. Oh, da freue ich mich ja drauf. Wow, hier unten ist ja echt... Oh, was ist das? Ich will es haben. Das da. Das ist ein Erz. Ja, oh mein Gott, was ist hier los? Ah, geh weg! Hilfe! Angriff der Zombies! Scheiße, geh weg! Lauf! Lauf zur Treppe! Oh, Zwergenschriftrolle! Vom Zombie? Hat der Zombie die fallen lassen? Ich bin am Überlegen, ob wir uns tatsächlich hier jetzt noch ein bisschen weiter... Minimal. Also ich sehe hier noch ein bisschen Kupfererz.
Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Pass auf, ein wenig tasten wir uns vor, aber wir müssen echt aufpassen. Oh, wie kommen wir jetzt da rum? Wie komme ich jetzt ran? Daran. Nein, ich wollte. Ach, scheiße. Wir sind immerhin Ebene tiefer vorgekommen, aber ich wollte eigentlich zu dem Kupfererz. Da lag so viel rum. Doof. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt bekämpfe. Ich wollte eigentlich an genau das ran, was letztendlich nur ein langweiliger, blöder, schnöder Stein ist. Unser Jahresziel war, bis Ebene 40 zu kommen, ne? Wir haben das Jahresziel im Frühling, in den ersten 20 Tagen fast erreicht, wenn wir so weitermachen. Das ist ja geil, irgendwie. So, ab und zu ist ja doch noch ein bisschen Kupfererz da. Was ist das? Normaler Stein? Ja, auch normaler Stein. Es lohnt sich halt wenigstens, wenn du wirklich früh in die Mine gehst, ne? Hier unten ist. Oh, hier ist arschdunkel. Guck mal, ich sehe überhaupt nichts. Ist hier zu Ende? Ja. Gut, das ist. Ja, hier ist zu Ende. Weil kann natürlich auch mal irgendwie ein krasser Stein dabei sein, ne? Ich glaube, wir haben keine einzige Geode gefunden, oder? Nee. Krass. Die Überlegung ist, ob wir morgen in einer anderen Ebene starten. Eisenerz! Ja, warum nicht gleich so? Also nicht ganz so tief. Oder ob wir noch tiefer vordringen. Das wäre jetzt die spannende Frage. Komm, eine Ebene können wir noch machen. Wir dürfen halt nur jetzt nicht wieder in irgendwelche Zombies reinrennen. Dann wird's. Ja, sagte sie. Und was griff sie sofort an? Was sind das für Teile? Weiß jemand, wie die heißen? Was das ist? Aussehen tun sie wie Zombies. Verhalten tun sie sich auch wie Zombies. Ergo würde ich tippen, es sind welche. Oh, guck mal, hier sind richtig viele. Oh mein Gott, hier müssen wir aufpassen. Oh mein Gott. Seltsame Geräusche machen sie. Aber hier gibt's Eisenerz. Ach, jetzt kommt die Gier durch. Also wir sind definitiv erfolgreich, aber steigen wir doch auf. Nicht nur vom eigentlichen Bienenarbeiter zum Abenteurer. Oh, und zu Gil werden wir morgen gehen, in die Abenteuergilde. Komm, eins noch. Das da will ich haben. Oh, wir müssen nach Hause, es wird spät. Oh mein Gott, wir müssen den ganzen Weg noch laufen. Oh mein Gott, wir müssen noch laufen. Warte mal, das will ich noch haben. Stimmt. Oh mein Gott. Wir müssen zusehen, dass wir nach Hause kommen. Das habe ich völlig vergessen. Scheiße. Wir müssen den ganzen Weg noch nach Hause. Oh mein Gott. Scheiße. Oh. Ob wir das schaffen? Bis wann mussten wir zu Hause sein? Oh, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich darf mich jetzt nicht verlaufen. Okay, Concentration. Wir können doch hier. Nee, wir müssen hier runter. Runter, 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 runter. Aber hier können wir doch abkürzen, glaube ich. Wir können doch hier jetzt nach links laufen. Scheiße, ich hoffe, wir schaffen es. Es wird auf jeden Fall wieder eine knappe Nummer. Ja, ich weiß, du bist müde. Oh mein Gott. Schneller. Du schaffst das. Monster macht sich bestimmt schon Sorgen. Und wir haben, glaube ich, nichts verkauft, oder? Wir müssen noch ganz schnell irgendwas in die Kiste packen. Damit ich so eine kurze Verschnaufpause habe. Sonst geht das Spiel gleich ja, das machen wir rein. Unweigerlich los. Nein, lauf doch. Monster vom Kühlschrank. Heißt das, er hat Hunger? So, wir haben es geschafft. Uff, uff, uff.
Knappe Nummer, sehr knappe Nummer. Ohne den Schleim wäre jetzt nichts passiert, ne? Oh mein Gott, guck mal, das Haus, ob das unseres ist. Ich finde aber diesen Abspann auch echt geil gemacht, so mit den dunklen Wolken. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit den heutigen 2 Folgen. Ich glaube, ich werde tatsächlich die nächste gleich noch mit weiter aufnehmen. Ich war zwar sehr müde, jetzt bin ich gerade ziemlich wach. Ich mache das. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, um einfach mal zu gucken, was der Gil für uns hat. Und vor allem, wie wir morgen erfolgreich in der Mine sein werden. Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Ansonsten genießt den Tag und seid wie immer ein wenig dirty dabei. Ciao.